Ach, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in diesem komischen, ja, wie heißt er nochmal, Poseidon Energy, den Keller, glaube ich, geräumt. Mich auch voll mit Meyer Lotz war und ja, wie man sieht, hier sind ein paar Gule am Rumlungern gewesen. Das kam daher, weil ich hier hingegangen bin, um die Siedlung hier zu beschützen. Die wurde angegriffen und ich habe sie beschützt, ja. Weil da kamen irgendwie viel zu viele Gule, die haben mich voll fertig gemacht. Da habe ich einfach hin. Wenn ihr Atombombenwerfer genommen habt, die Hälfte davon schon erledigt, bevor die überhaupt hierhin kamen. Ja. Wir müssen mit MacCready zum MedTech Research Center gehen. Und ja. Normalerweise, wenn man jetzt hier Viereck drückt, dann sieht man, wo man dafür hin muss. Macht man aber nicht. Zum Glück bin ich genau in der Nähe von diesem Teil. MedTech Research ist das ja, ne? Weil war auch geil. Er hat mir gesagt, er hat auf eine Karte notiert und ich muss halt natürlich erstmal suchen. So. Und da das hier halbwegs in der Nähe ist, so ungefähr in der Richtung, sage ich mal, gehen wir da zu Fuß noch hin. Und ja. Widmen uns dieser Mission für MacCready. Damit wir ihn auch erstmal aussortieren können und dann wieder jemanden neuen hier mitnehmen können. Und da haben wir schon wieder was gefunden. Pff. Geil. Es ist immer gleich in diesem Projekt, ne? Man hat ein ganz eindeutiges Ziel, macht aber alles andere. So wie in GTA. So, scheiß auf die ganzen Story-Missionen. Erstmal ein paar Leute abknallen, ne? Das macht doch jeder hier in GTA. Ja, und da ist ein Gegner. Stechflieger und nee. Obwohl. Wenn ich ihn sehen würde, könnte ich ihn jetzt mit einem kritischen Treffer weghauen vielleicht. Ich habe ja mal die rechtmäßige Herrschaft übrigens mal mitgenommen, weil die hat man auch schon lange mehr und ich habe viel Munition dafür. Also ja, nehmen wir die mit. Und hier haben wir irgendwo einen Bunker oder einen Militäraußenposten, so wie das aussieht. Oder einen Hubschrauber Landeplatz. Oh ne, da ist der Bunker. Was haben wir da? Protektron. Komm mal näher. Ah. Bams. Ist das hier? Hier. Bams. Kretscher Treffer! Wuff. Nein, hat nicht gereicht. Ja, wir haben jetzt extrem viel Lauschposten, Bravo. Okay. So, glaube ich, jetzt so viel Munition. Ich werde jetzt die Waffe hier die meiste Zeit nehmen, ich das Gefühl. Das geht ab. Wow. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ach, jetzt bist du auf einmal neugierig auf den ganzen Müll, den ich mitnehme. Ne? Okay. Ich würde sagen, den Außenposten tun wir mal ignorieren. Erst einmal, weil das sieht schon so aus, als könnte ich da irgendwie runtergehen, ja. Meister, okay. Ja, dann mache ich mal was, was ich glaube ich noch nicht in diesem Projekt gemacht habe. Und zwar, wie macht man das hier in dem Spiel? Ich will eine Markierung platzieren auf diesen Ort. Damit ich weiß, da will ich noch mal hin. Weil ein Meister verschlossen ist, Gebiet, das wird sich hoffentlich lohnen. Wahrscheinlich ist da irgendwie nur so ein Bunker mit so ein paar Sachen, ne? Munition oder was weiß ich. Das war Verschwendung. Aber ich will erstmal mit MacCready ja aus dem Weg räumen. Was hat denn da hinten? Ja, Funksignal. Signal, was?
Standardfunksignal, Signal. Na, da müssen wir eben das. Ich meine, MedTech Research war mal schon. Ich irre. Ich komme mich dahin porten. Also, ich meine, da war ich schon. Ah, gucken. So, was mal da. Aber da ich erst letztens schon. Ja, sind ja hoffentlich die Gegner weg. Hey, sind wir mal vorbeigelaufen, glaube ich. Da waren irgendwie Gunner oder hier sind Gunner gewesen, keine Ahnung. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. So, na? Zeig mir, was du drauf hast! Wieder cool, ich hab schon oft genug erledigt. Wir waren viel stärker, waren also nekrologische Viecher, die so vertrocknet aussehen. Also stärker. Au. Da hat ein Gegner, aber McCree, der da geschossen hat. Boah, ist nicht an. Gleich schon wieder ein Level. Aha. Ah. Jetzt war es wohl, glaube ich, mit Einschleichen, ne? Boah. So, war ich hier schon drin oder nicht? Hoffentlich machen sich Sinclairs Informationen bezahlt. Gehen wir rein und holen wir uns das Heilmittel. Okay. Ich werde sehen, ob ich da drin war oder nicht. Ich kenne ja jedes Gebiet, wo ich schon drin war, vollkommen auswendig. Gut, dann suchen wir mal dieses Hauptterminal. Sinclair meinte, dass man nur dort die Abriegelung der Einrichtung aufheben kann. Hey, der Sinclair weiß aber ganz schön viel. Tankterminal. Sicherheitsalarm, nein. Was? Vielleicht nicht. Obwohl, komm. Ihr Vater, der gesamte Sicherheitsversorgung für den Schutz der Anlage. Loser Alarm aktiviert! Oh, warte, so, ich dachte jetzt, ob er eigentlich so voll übersinnt oder irgendwie so hat. Also, so kann man den Spieler auch Panik machen. Man tut irgendwie so eine Leiche von so einem super starken Gegner irgendwie im Eingang platzieren. Dem zu sagen, ja, hier liegt so ein riesiges Viech und da kommen noch mehr von denen. So in der Art. Ja, Sicherheitszone. Boah, ich wollte die Munition aufnehmen, Mann. Ja. Was haben die Charaktere mit ihren Sitzproblemen? So als würden die einen Stuhl sehen, sich denken, boah, sitzen! Ja. Yeah. Oh, was geht? Das ist die oberste Priorität von denen. Ob ich da einfach so rein kann, ohne dass mir was passiert.
verstrahlt. Das Zeichen ist irgendwie, weiß ich nicht, im Ödland vollkommen unbrauchbar. Das ist, als würde man so irgendwie so ein Schild anbringen. Hier sind Tiere. Hat sich der Putzroboter den Tag freigenommen? Schon wieder? Komm, McVie, wir duschen wollen. Der setzt sich schon wieder ein. Oh, Seife. Oh, McVie, ich habe die Seife in der Dusche fallen lassen. Ich muss sie mal kurz aufheben. Oh, da kommt er schon. Oh Gott. Müssen unsere Klamotten ja wegmachen. Die Dusche, die fehlt mir noch in meiner Basis. Mein Schloss, meiner Burg, weiß ich nicht. Ich könnte eigentlich jeden von der Burg hier rausschmeißen und da meine Basis reinbauen. Das wäre auch geil. So, wo muss ich denn jetzt hin, den Aufzug nehmen, oder? Ja, warte, wo soll ich denn dann hin? Hier kann ich nicht rein. Da. Boah, was? Ich dachte, dass du bist ein Sint. Revolutionärschwert. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ja, ich. Es wird schwer zu uns zwei teilen. Ja, war ein relativ einfacher Kampf. Nach Simpex 54. Die werden nicht weniger, aber die werden auch nicht mehr. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, gut. Irgendwann werde ich auch wohl weniger brauchen, oder? Ich gehe immer auf die Fresse. Ja, welches Level? Ich werde immer auf die Fresse kriegen. Und solange hier noch gute auftauchen, ist ja eigentlich kein Problem. Sieht ihr mich noch nicht? Jetzt, wo ich auch die Ziele sehe, nämlich, das macht Sinn. Komm, jemand zielt auf mich. Da kommt er. Das ist eigentlich auch ein revolutionärer Schwert, kann das sein. Stimmt, Raunschwert. Ja, Modell, so sag ich mal. Oh, Entschuldigung. Los. Das ist ein Aufzug, verdammt. Waffen sichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Du sind sichern, was? Ich hätte schwimmen können. Wo sind wir noch Gegner? Da macht die Musik dann wieder so eine Panik. Nicht.
Was? Ey. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Das ist noch schwierig. Ja, wir haben so einen verdammten normalen Ghoul hier. So einen legendären Ghoul hier. Ohne Probleme geschafft, aber immer hat Gebiet ja wohl geschafft. Schaffen wir es mal sowieso, haben wir überhaupt ein Gebiet noch nicht geschafft. Trotz des Schwierigkeitsgrades. Bis jetzt haben wir noch alles geschafft. Wenn wir den Rest ja auch noch schaffen. Kaputt. Hi. Die Bude können Türen öffnen. Ich bin mit der Lange. Nee. Was? Ich glaube, McCready los, Mann. Ich glaube, sterben wir. Ich nehme an, das ist passiert, als die Bomben hier eingeschlagen sind. Wir hinten seinem Teddybär hier ins Büro. Jetzt wird meine Schule mit einem My Little Pony Plüschtier herumlaufen. Nein! Was zum... Alter, ich bin ja noch am Erkunden. Dann drückte mir so eine verdammte Notiz in den Rachen. So, keine Ahnung. Ja, man, wenn man hier vorher hingegangen wäre, hätte man hier nichts machen können. Aber er hatte das Passwort, glaube ich. Das Passwort hätte er mir wahrscheinlich gegeben. Ah, Sicherheitsalarm Alpha. Ah, sag mir nicht, die haben hier Ghule erfunden. Bestellt. In Schulbezirken, was? Also ich nehme mal an. Und ja, ich muss noch weiter rein, habe ich mir schon gedacht. Gott sei Dank hat das funktioniert. Gehen wir runter ins Untergeschoss. Dort sollte Matek das Heilmittel aufbewahren. Okay, hier. Da geht's aber sehr. Ich kann ja sogar wieder hoch, okay. Vielleicht sollten wir uns besser von der Strahlung wegbewegen? Vielleicht solltest du vielleicht den Maul halten? Ja, war ich doch schon. Den kotzenden Typen, den kenne ich doch. So, jetzt kommen wir hier rein. Okay. Luftschleudentür. Wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Oder sind die offen? So. Zieh die Waffe, verdammt. Alter! Die Dinger machen mir irgendwie auch immer mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ich. Oh, wie gut ich den treffen kann. Ledergeschütze. Wow, herrlich.
Bumm. Er kann sogar wieder rufen gerade. Anstatt immer, wenn ich den Gegner sowieso mit dem nächsten Schuss hätte erledigen können. Sind wie kritische Treffer bei Pokémon. Dass den Gegner auf ein KP reduzieren, dann kommt ein kritischer Treffer. Oder ein Volltreffer. Ah, keine Ahnung, welche Tür, aber ich öffne sie mal, ne? Ist immer so irreführend, wenn da immer noch steht, Türen öffnen. Dann tun wir mal die Türme ausstellen. Wir haben abgeschaltet, oder? Wer hat den Alarm ausgelöst, Mann? Was geht, ne? Was? Ein Ratschlag. Ja, und der andere, der ist einfach wieder reingegangen, hatte keinen Bock gehabt. Ist in den Raum reingegangen. Kann jetzt sagen. Schlitz. 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 Ja, genau der. Was legendär? Ja. Boff. Schlitz. Stich. Stab. Kritische verbringen das Ziel zur Raserei. Ja, ich wäre auch angepisst, wenn man mich mit einem Raketenwerfer abschießt. Denke ich mir auch immer so. Oh Gott, das ist nervig. Okay. Weiß jetzt nicht, wie das. Ich habe schon bessere Raketenwerfer. Ich habe einen Raketenwerfer, der irgendwie allgemein mehr Schaden macht. Dann habe ich einen, der irgendwie Verteidigung hier durchbricht. Hier, puff. Und ich kriege eine gute Fähigkeit von McCree. Das ist noch keine schlecht gewesen. Von Cotsworth kriege ich weniger Schaden von Robotern. Also, schon gut. Von Piper kriege ich mehr Erfahrungspunkte durchs Erkunden und durch Sprachherausforderungen. Von mal vor noch mal von McQueen noch mal nach Preston kriegen wir irgendwie weniger Schaden, wenn wir sprinten, irgendwie so war das doch eigentlich nur gute Sachen bis jetzt. So, ich habe jetzt hier einige Orte voll ignoriert, habe ich das Gefühl. Ach, jetzt bin ich hier, okay. Oder? Ja, ich bin hier. Da müssen wir hin. Schalt sie aus! Aber first, let me unlock this thing. Oh, ich will gerade abwehren. 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 Bäume. Der letzte Fehler deines Lebens. Wesen ist mit Würde gestorben. Nein. Das dauert nicht lang. Daneben. Wurf. Killstil. Muss ich weiter gut auf mich werfen. Die sind richtig easy und geben mir Erfahrungspunkte. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Tanzen voll ab. Los, tu ein Zombie. Ist das geil.
Das sieht echt aus wie ein Tanz. Ja, das sind die Lyrics zu diesem Tanz hier. Sehr schön. Okay. Twain aus ihren Funky Mode hier mal erlösen. I have the urge to move like funky or shiny. Und schon einen möchte ich wenigstens hier erledigen. Ja, komm. Immer null und so. Ja, das gibt's doch nicht. Shady. Sadly. Cool. Aber du tust nicht beide Türen auf einmal öffnen. Was geht? Einfach so verschwinden? Im Ernst jetzt? Ich würde sagen, mit dem Bild beenden wir diesen Part und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle herzlich zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.